herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind heute in Nürnberg bei den Nürnberg Ice Tigers, haben heute das Privileg, mit dem Captain zu sprechen, Patrick Reimer. Servus. Servus, freut mich. Hi. Und heute geht es ums Thema Vielfalt. Vielfalt ist gerade im Eishockeysport ein spannendes Thema. Hockey ist Diversity, ist ein Leitspruch auch vom Deutschen Eishockeybund, wo wir heute mal drüber sprechen werden, auch mit Patrick, über das Thema Vielfalt bei den Nürnberg Ice Tigers. Ich bin gespannt. Der Titel heißt Hart, aber herzlich, was steckt unterm Helm? Weil wir generell uns heute mal Gedanken darüber machen, wie vielfältig ist eine Eishockeymannschaft und auf was muss man vielleicht auch achten, wenn man Teammitglied ist. Von daher, vielleicht kurz zu dir. Deutscher Eishockeyspieler, Nationalspieler, 900 DL-Spiele, wie ich gelesen habe, also schon langjährig dabei. Wahrscheinlich gibt es nicht allzu viele, die das so lange schon in der DL schaffen, oder? Ja, zumindest nicht mehr aktiv sind. Es gab den einen oder anderen, der noch ein paar Spielchen mehr gemacht hat, aber mittlerweile gehöre ich auch zum alten Eisen, wenn man es so ausdrücken will. Sehe mich natürlich noch nicht so, sonst würde ich nicht mehr spielen. Grundsätzlich habe ich schon einiges gesehen in meiner jetzt 16-jährigen Karriere in der Deutschen Eishockey-Liga. Und es kommt aber trotzdem auch jedes Jahr immer wieder was Neues dazu und sehr vielfältig, was in der Kabine passiert, was auf dem Eis passiert. Und gerade der Sport oder der Eishockey-Sport steckt voller Überraschungen. Ja. Für all diejenigen, die über YouTube uns zuschauen, die sehen vielleicht, dass der Patrick ein T-Shirt anhat, wo draufsteht, Hockey ist Diversity. Wie verstehst du den Spruch? Also warum ist Hockey Diversity? Ja, im Eishockey treffen einfach sehr viele Nationen aufeinander, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das ist der sportliche Erfolg, die gemeinsam Spaß haben wollen. Und es ist wichtig, dass die gemeinsam alle funktionieren, um dann eben auch das Ziel zu erreichen. Es ist ganz interessant, weil einfach Leute aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, anders aufgewachsen sind, anders vielleicht auch gedrillt wurden im Hinblick aufs Profitum. Und das dann alles unter einen Hut zu bringen, ist immer ganz interessant. Aber auch vielfältig in der Hinsicht des Sports. Man muss unglaublich viel mitbringen. Es geht darum, Schlittschuh zu laufen, die körperliche Komponente. Es ist ein Sport mit Körperkontakt. Man muss unglaublich schnell Entscheidungen treffen, weil es ein sehr schnelles Spiel ist. Und auch da ist die Vielfalt und die Notwendigkeit, die man haben muss, um erfolgreich zu spielen, sehr groß. Das sind ganz viele Komponenten, die in diese Vielfalt mit reinspielen. Die du als allererstes irgendwie erwähnt hast, das sind die Nationalitäten. Beschreib das mal, ja. Also man sieht ja auch bei euch im Team, man hat Nordamerikaner, man hat vielleicht den einen oder anderen Europäer noch im Team. Was treten da für Unterschiedlichkeiten auf und was ist vielleicht auch die Aufgabe von dir als Captain dieser Mannschaft, eben diese Nationalitäten auch ein Stück weit zueinander zu bringen? Die großen Unterschiede sind, glaube ich, immer in der Kultur, wie Menschen aufwachsen. Und am Ende ist es dann doch aber immer so, dass man ähnliche Ziele hat, ähnliche Gefühle auch. Klar, wenn im Sport, wenn man gewinnt, dann geht es einem gut, wenn man verliert, dann nicht. Und wenn einer einen Fehler macht, dann ist er angeschlagen und braucht vielleicht auch mal Zuspruch. Und das ist dann, glaube ich, nationenunabhängig, wie man mit den Leuten umgeht. Trotzdem sind es natürlich auch verschiedene Charaktere. Der eine ist sensibel, der andere ist eher der Lautsprecher. Ja. Und auch da muss man unterschiedlich aufeinander einwirken. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, da immer für den Einzelnen den richtigen Ton zu finden. Aber wenn man eine funktionierende Mannschaft hat, dann spielt es so ineinander. Und, glaube ich, kann man immer ganz gut auch mit verschiedenen Typen umgehen. Und wenn man da mal die richtige Dynamik im Team hat und auch die Verschiedenheiten der Charaktere unter einen Hut bringt, dann kann man ganz schön viel erreichen. Ja, jetzt hast du die Nationalitäten erwähnt. Es ist ja auch hinreichend bekannt, dass der Eishockeysport ja nicht aus Europa kommt, sondern aus Kanada. Wie würdest du den Drill, den die Nordamerikaner mit rüberbringen, wie würdest du den beschreiben? Wie ist der unterschiedlich im Vergleich zu dem Drill, den ihr vielleicht auch erlebt habt in eurer
in eurer Karriere? Ich glaube, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass der Nordamerikaner, gerade der Kanadier, natürlich mit breiter Brust hier ankommt. Wir sind die Kanadier, wir haben so ungefähr den Eishockey-Sport erfunden. Mhm. Und das ist auch gut, dass die Jungs so ein Selbstvertrauen haben. Das fehlt vielleicht dem Europäer oder gerade dem deutschen Eishockey-Spieler auch ab und zu mal, um vielleicht noch erfolgreicher zu sein. Aber das birgt natürlich auch manchmal Gefahren. Da kommen vielleicht einige Jungs nicht so gut damit klar, wenn jetzt eben einer dasteht und sagt, ich bin gut in dem, was ich tue. Ja. Und da muss man erstmal damit umgehen. Oftmals ist es auch so, dass wir das Gefühl haben, oder ich sage jetzt wir als deutsche Spieler zum Beispiel, wir müssen uns noch beweisen, wo vielleicht der Nordamerikaner da schon sagt, ich weiß ja, was ich kann. Ich komme aus Kanada und da spielen wir gut als Eishockey. Und da ist es dann auch wieder wichtig, dass man irgendwann eine Akzeptanz findet untereinander, dass man sagt, okay, das ist einfach die Art, wie sie mit ihrem Verständnis Eishockey zu leben und zu spielen umgehen. Und das muss ich finden. Und irgendwann ist vielleicht auch der deutsche Spieler oder der europäische Spieler so weit zu sagen, halt, stopp, wir sind auch gut und wir können mithalten. Und die Akzeptanz ist dann auch vom Nordamerikaner gegeben, der sagt, absolut, und das ist schön, und wir spielen alle gutes Eishockey. Man hat in den letzten Jahren die Entwicklung in Deutschland so ein bisschen auch mitbekommen. Wir haben ja glücklicherweise bei Olympia Silber holen können, und das war auch so eine Entwicklung, die wir einfach durchlaufen mussten, dass wir sagen konnten, okay, wir sind mittlerweile so weit, dass wir die großen Nationen auch ärgern können. Dass man an guten Tagen, wenn wir unser bestes Eishockey spielen, tatsächlich auch mithalten können. Ja, und das war so ein Gedankengang, ein Weg, den es einfach gebraucht hat. Auch in den Köpfen, weil jeder geht wieder unterschiedlich, das ist immer wieder bei der Vielfältigkeit. Ja. Mit den Situationen wie können wir denn überhaupt erfolgreich sein? Der eine sagt, ja, gegen die Großen schauen wir mal, dass es nicht allzu schlecht wird. Ja, also man geht schon von der Niederlage aus. Und mittlerweile hat sich's gewendet, dass man sagt, die ärgern wir heute. Ja. Und das war auch sehr, sehr wichtig in der vielfältigen Einstellung, wie man in die Spiele geht. Ja. Wenn du sagst, wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, Kader 25 Mann, oft wechseln da nach einer Saison 8 oder 10, du hast dementsprechend neue kommen mit dazu. Dann wieder ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Länder, aus denen sie kommen. Wie lange dauert es, bis man wieder vom Haufen zum Team wird? Was macht ihr dafür? Wie funktioniert das? Wie schnell läuft sowas ab? Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie gut ist der Kern, der bleibt. Und wir hatten jetzt zumindest in Nürnberg die letzten Jahre immer einen hervorragenden Kern. Wir haben uns gut verstanden und sind immer wichtige Jungs auch geblieben. Sicherlich auch immer tolle Jungs, die uns verlassen haben, warum auch immer. Aber wenn man den funktionierenden Kern hat und die wissen, wie man neue Spiele integriert, dass man offen auf die zugeht, dass man versucht, sie gleich mitzunehmen, sei es jetzt in der ersten Woche nur gemeinsam Mittagessen gehen nach dem Training und solche Aktivitäten, den Jungs einfach zeigen, ihr seid willkommen, ihr seid jetzt Teil von unserer Mannschaft hier. Wir wollen gemeinsam was erreichen, dann hilft es natürlich. Und es kann nicht immer nur von einer Person ausgehen, sondern es muss eigentlich von allen kommen. Und gerade von den Jungs, die eben schon seit längerem da sind, dass sie einfach sagen, wir helfen. Jeder weiß, wie es ist, in den Raum neu reinzukommen und vielleicht auch zu Leuten zu kommen, die schon länger da sind. Ja, dann ist immer so eine gewisse Verunsicherung da. Ja, aber du sprichst ja an, wenn der guter Kern übrig bleibt, dann merke ich als Neuer, der dazukommt, auch, ey, das ist eine extrem eingeschworene, eingeschweißte Truppe. Und das ist ja für viele schon ein gewisse Hemmnis da, wie docke ich da an? Das heißt, da macht ihr auf und signalisiert ganz klar. Das ist das Wichtigste. Das ist ein guter Punkt, weil wenn es dann eben die Verschlossenheit ist und man sieht, die kennen sich schon ewig und die sind erstmal unter sich, dann wird es schwierig. Sondern es muss dann wirklich so sein, dass man offen und herzlich auf die Jungs zugeht, sagt, ihr seid jetzt Teil von dem, was wir hier schon haben, und sie einfach so integriert. Und da gehört dann auch mal in der ersten Phase ein Abend dazu, wo man gemeinsam weggeht, weil das sind
eigentlich auch immer die Abende, wo man sich besser kennenlernt und wo es dann am nächsten Tag in der Kabine die besten Geschichten gibt. Ja, ganz klar. Ja. Und das gehört auch bei uns im Sport dazu. So lernt man sich kennen. Und das ist nicht nur im Sport so. Auch wir, wenn wir trainieren mit Teams, mit Gruppen von Auftraggebern, dann plädieren wir auch immer dafür, dass wir über 2 Tage gemeinsam unterwegs sind, außerhalb der Geschäftsräume, so sagen wir immer. Weil diese Übernachtung, die dann automatisch mit dabei ist, bringt auch diesen Abend mit, wo das Team noch zusammensitzt. Wir erleben das an und für sich nie, dass die dann sozusagen aufs Zimmer gehen und sagen, ich mache noch irgendwelche E-Mails. Sondern sitzt das Team und manche sagen das erste Mal so zusammen und unterhält sich über Dinge. Und da entstehen die Verbindungen. Das heißt, ihr macht es auch relativ schnell gleich am Anfang. Wie oft seht ihr euch generell in der Woche, im Monat? Wie viel Zeit verbringt dieses Team miteinander? Ja, zum Teil mehr Zeit als mit den Familien. Wir sehen uns im Grunde genommen fast täglich. Also Montag ist unser Wochenende, kann man sagen. In der normalen Woche, außer wir spielen auch mal unter der Woche, ja. Dann gibt's eigentlich keinen freien Tag. Sind viel mit dem Bus unterwegs, wo man ja auch nicht wirklich voneinander loskommt. Ja, da muss man sich grundsätzlich dann miteinander beschäftigen oder dann eben im Hotel. Also wir verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und auch sehr eng und sehr emotionale Zeit. Mhm. Ja, was natürlich dazu führt, dass man sich sehr nahe steht. Aber genau die Momente, wo man dann außerhalb verbringt, wird es dann auch, sag ich mal, familiärer, weil man einfach mal andere Gesprächsthemen findet als jetzt nur den Sport. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben auch mal aus dem normalen Rhythmus rauskommt und sich da vielleicht kennenlernt. Sprachbarriere, wie geht der damit um? Eigentlich kein Problem. Mittlerweile spricht ja fast jeder Englisch. Es ist grundsätzlich so, dass die Kabine Englisch ist oder zumindest hauptsächlich. Wir haben auch sehr viele nordamerikanische Trainer und ja, das ist eigentlich gang und gäbe. Ich habe es immer als großen Profit gesehen. Ich spreche mittlerweile fließend Englisch und bin eigentlich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, das auch jeden Tag wieder aufs Neue zu trainieren, auch wenn es manchmal natürlich das Ganze erschwert. Aber der Sport ist so schön und verbindet alles. Da brauchst du eigentlich keine Sprache mehr. Wenn wir dann draußen auf dem Eis stehen, dann wissen wir schon, was wir voneinander brauchen. Und da ist die Sprache eigentlich irrelevant. Weil du es ansprichst, draußen am Eis, wie funktioniert Kommunikation am Eis? Also wenn man da in der Halle ist, im Stadion und dieser Lärm, also akustisch wird sicher nicht funktionieren. Es ist ein unheimlich schnelles Spiel, wie du sagst. Manchmal sitzt du draußen, weil halt der Wechsel, ich bin gerade nicht am Eis. Wie funktioniert da Kommunikation? Oder braucht es gar keine? Sorry. Manchmal braucht es keine. Das ist ja das schöne blinde Verständnis, das man auch hat. Also gerade mit Mitspielern, mit denen man vielleicht auch schon länger zusammenspielt. Kommt aber auch vor, dass man einen neuen dazu bekommt, mit dem man sich auf Anhieb so versteht. Zum Teil kriegen wir natürlich Anweisungen vom Trainer, der direkt hinter uns steht und den hört man zum Glück noch. Mhm. Und ansonsten muss man sich halt auch mal lauthals verständigen auf dem Eis. Das geht auch noch, weil wir nur so ein bisschen geschützt sind durch die Plexiglas-Umrandung. Okay. Also wir kriegen natürlich mit, was draußen passiert, aber wir hören uns eigentlich noch relativ ordentlich. Mhm. Das ist spannend. Das schätzt man jetzt nicht, wenn man irgendwo weiter oben sitzt, dass ihr euch noch mitschreien einigermaßen hören könnt. Ja. Aber dann ist Körpersprache und Blickkontakt ja schon auch ein wichtiges Element auf dem Eis, oder? Also gerade wenn man ja hinkommen möchte, dahingehend, dass man sagt, hey, als Team verstehen wir sich irgendwann blind, man kennt die Spielzüge, da trainiert man natürlich auch viel, dass die Spielzüge funktionieren, ist ja dennoch irgendwie ein Blickkontakt oftmals ja auch ein entscheidender Faktor, oder ist das eher weniger der Fall bei euch unter dem Spiel? Blickkontakt ist, würde ich sagen, ist schwierig. Mhm. Klar sieht man auch mal, wo der Blick des anderen hingeht, aber die Körpersprache nimmt man schon auf. Also und dann vielleicht anhand der Körpersprache lesen, was hat er denn vor? Wo geht er hin? Richtig. Sind zum Teil einstudierte Spielzüge, aber zum Teil auch dann wirklich, weil man sich gut versteht und einfach sich in die Gedanken des anderen reinversetzen kann und dementsprechend dann auch agiert. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen bei dem Onboarding bleiben, weil das aus meiner Sicht eine extrem wichtige Parallele auch zu vielen Unternehmen ist. Ja, also wir haben durchaus auch bei unseren Zuhörern Leute, die aus der Wirtschaftswelt kommen, die Teams führen, die
jährlich, monatlich immer wieder die Situation haben, dass sie neue Leute dazuholen müssen. Und wo es natürlich auch wichtig ist, sich zu überlegen, was passiert in den ersten Tagen, ja, wenn der kommt. Also ich habe jahrelang in dem Bereich gearbeitet und für mich war immer die erste Woche die entscheidende. Ja, also wie bringe ich den ins Team rein, den neuen Mitarbeiter? Was macht das Team, dass der auch schnell andocken kann? Jetzt hast du beschrieben, viel Zeit miteinander verbringen ist wichtig. Ihr werdet das eine oder andere Trainingslager auch machen. Ja. Beschreiben wir es ein bisschen, was passiert da? Auch hinsichtlich Teambuilding, was wird da gemacht, außer abends mal ein Bierchen zu trinken und wegzugehen? Werden da noch mehr Aspekte gemacht zu dem Thema oder eher nicht? Zumindest nicht gezielt, würde ich sagen, aber unterbewusst, man ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt dabei, glaube ich, agiert man einfach in eine gewisse Richtung. Ich finde es interessant, den Aspekt, weil wir natürlich mit unseren Kollegen, sage ich jetzt mal, ein intensiveres, anderes Verhältnis haben als vielleicht jetzt in der freien Wirtschaft. Also bei uns wird, glaube ich, tendenziell schneller mal über Privates auch schon gesprochen, wie jetzt in anderen Bereichen, weil man einfach ein anderes Verhältnis zueinander hat. Also ich frage dann direkt, wie es vielleicht familiär aussieht, und in die Richtung, also eher private Fragen, wo man jetzt sagt, im normalen Berufsleben erstmal vorsichtig. Aber was auch bei uns passiert, die Eishockey-Welt ist klein, man unterhält sich über den Sport, mit wem hat er denn vielleicht schon mal gespielt, den man kennt, oder das vielleicht hat man Verknüpfungen untereinander. Und das sind eigentlich Gesprächsthemen, die dann ziemlich schnell dazu beitragen, dass man sich einfach mal auf einer gewissen Ebene unterhalten kann, wo beide was zum Thema sagen können. Und nicht nur einer spricht und der andere hört dann zu. Und das glaube ich auch immer wichtig, dass einfach beide auch zu einem gewissen Thema beitragen können. Aber das ist ja, glaube ich, im normalen Berufsleben dann auch so, dass man sagen kann, absolut, ich komme daher, das ist mein Werdegang. Absolut. Es ist halt vielleicht ein Part, der unterschiedlich ist. Ihr müsst ja zusammen im Team auf dem Eis funktionieren, um euren Sport leben zu können. In ganz vielen Abteilungen, das kriegen wir immer wieder mit und das ist echt erschreckend, arbeiten dann doch viele auch wieder für sich. Und suchen gar nicht so den Kontakt, ja, weil sie für sich ihre Arbeit machen, in Anführungsstrichen, und der Teamcharakter eigentlich eher oberflächlich da ist, ja. Und ich glaube, das ist nochmal ein enormer Unterschied. Ihr verbringt sehr viel Zeit, sehr viel emotionale Zeit, wie du beschreibst, wo es ja wirklich auch darum geht, den Menschen kennenzulernen, zu wissen, wie tickt er, wie ist er groß geworden, was hat er für private Verhältnisse, das ist in unserer Arbeit nichts anderes. Wir versuchen permanent zu schauen, wo kommt dieser Mensch her und welches Verhalten zeigt er. Also von daher spannend, dass wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht werden muss fürs Teambuilding, weil ihr de facto durch sehr viel Zeit verbringen das per se unterbewusst macht. Ja, und das, was mir so auffällt, ist also das Erste, wo ich sage, oh, das ist anders wie draußen in der klassischen Wirtschaft, dass das Team das erledigt. Also hast du heute einen neuen Mitarbeiter, sagt sowohl das Team aus meiner Erfahrung, als auch derjenige, der kommt, meine Führungskraft muss mich hier irgendwie integrieren. Der muss schauen, dass die mich aufnehmen, dass ich da reinkomme. Natürlich muss ich selber auch was tun, aber im Fokus steht derjenige, der dieses Team führt. Und bei dir habe ich jetzt so rausgehört, hey, das machen wir als Team. Weil wenn da 10 neue kommen, unser Trainer muss sich dann nicht so sehr darum kümmern, weil wir einfach durch diesen fast jährlichen Wechsel die Erfahrung haben und wir machen das. Natürlich auch in der Wirtschaft anders, da hast du diese Rotation nicht in der Stärke. Aber das ist spannend, dass da die Eigendynamik aus dem Team kommt und man das mit zu seiner Aufgabe ganz klassisch mit dazu zählt, ohne wie man sonst. Was kriege ich dafür extra? Das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung, weil da steht da drin, ich muss viele Tore schießen oder den Puck halten. Das hören wir auch immer. Das ist nicht meine Aufgabe, dass das bei euch ganz menschlich und ganz logisch passiert. Ja, mit Sicherheit. Wobei wir eigentlich im Team aufgewachsen sind, als Mannschaftssportler. Ja. Wir wissen, dass wir jeden Einzelnen in der Kabine brauchen. Und bei uns ist auch der Unterschied, dass bei uns gibt es das eine große Ziel, sage ich jetzt mal, die Meisterschaft. Da arbeiten alle drauf hin oder dann die kleinen Ziele. Wir wollen am Wochenende das Spiel gewinnen oder die 2 Spiele, die wir austragen. Und das erleichtert uns das natürlich auch gemeinsam nochmal mehr drauf zu fokussieren. Das gibt sicherlich im Büro genauso, dass es irgendwelche beruflichen Ziele gibt. Aber bei uns ist das, glaube ich, eher greifbarer wie jetzt. Klar. Wie jetzt da und ich weiß ganz genau, dass ich den neben mir brauche und den neben mir und der mir gegenüber sitzt in der Kabine und dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, um dann wirklich erfolgreich zu sein.
Wobei, da sehe ich keinen großen Unterschied zu außen. Brauchen würden die anderen Teams auch alle, nur die Kenntnis, die Erkenntnis, dass es so ist, die spüre ich bei dir ganz anders, wie das in manch anderem Teamgefüge ist. Weil auch die anderen bräuchten sich. Und da ist es dann vielleicht an der Führungskraft zu sagen, wir deswegen profitieren wir voneinander und um das zu erreichen, brauchen wir jeden Einzelnen und dann die Zielsetzung vielleicht nochmal klarer darstellen. Also ja. Und das sehe ich auch bei uns. Im Endeffekt gibt der Trainer uns nur die Möglichkeiten, da hinzukommen. Mhm. Aber den Rest muss ja eigentlich das Team selber erledigen. Ja, das ist eine tolle Einstellung. Oftmals wünschenswert, dass es außerhalb der Sportwelt, in der Berufswelt auch so gelebt wird, weil einfach da die jede einzelne Rolle im Team einfach, glaube ich, da noch viel, viel stärker gelebt wird. Und siehst du dich da als Captain in einer größeren Verantwortung oder hast du da für dich selber auch, sag ich jetzt mal, den Plan zu sagen, hey, ich will als Captain auch mehr oder viel dafür tun, dass eben dieses Teamgefüge stabil bleibt und stabil ist? Ist mir sehr wichtig, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der hingeht und groß drauf einwirkt oder Einfluss nimmt, mhm. sondern ich glaube, mein Einfluss ist eher so, dass ich es vorlebe. Okay. Dass ich offen bin zu jedem, der in die Kabine kommt, mhm. Keinen Unterschied macht, kommt er jetzt aus Nordamerika, kommt er aus Osteuropa oder sonst woher, mhm. Oder ist es der junge deutsche Spieler, der ist für mich genauso ein vollwertiges Mitglied der Mannschaft wie jetzt ein erfahrener Spieler. Ja. Klar haben sie unterschiedliche Rollen, aber der ist genauso vollwertig und das versuche ich einfach vorzuleben mhm. und bin mir auch sicher, dass das dann den anderen Jungs zeigt, wenn jetzt vielleicht der alte Hase oder der Kapitän so mit seinen Mitspielern umgeht, dass man das dann auch eher so macht und sich selber dann ein bisschen zurücknimmt. Ja, ja. Das erinnert mich jetzt an was man sieht, wenn man draußen sitzt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ihr mit den Kleinsten umgeht beim Einlaufen. Also das finde ich extrem bewegend. Trotz der Anspannung, dass das Spiel ansteht, trotzdem, dass man mit dem Kopf sich sicher mental darauf vorbereitet, ist da so eine unheimliche Herzlichkeit spürbar für diese Kleinen, die genauso aufgeregt sind, aus einem anderen Grund wahrscheinlich oder ganz sicher aus einem anderen. Und das spiegelt für mich extrem stark das, was du sagst. Das ist einfach, die sind alle gleich viel wert. Die Kleinen tragen auch unser Trikot, die lieben auch diesen Sport. Und da ist nie so das Gefühl, die werden jetzt irgendwie belächelt und das gehört halt mit dazu und das muss man machen, sondern das ist also mich an und für sich am meisten fasziniert hat, wie ich das erste Mal hier war, das habe ich am öftesten zu Hause erzählt, diese Verbindung, diese Natürlichkeit und Herzlichkeit, die da zu spüren ist, obwohl ihr ja total verkleidet seid, so dass man wenig erkennen kann, war das extrem spürbar. Das fand ich ganz faszinierend. Und das scheint in der Kabine genauso zu sein und dann ist das sicher ein großer Hebel. Ein weiterer Aspekt, der für uns total interessant ist in einem Teamgefüge, ist der Umgang mit Konflikten. Gerade in heterogenen Teams, in vielfältigen Teams, wo Nationalitäten auch eine Rolle spielen. Und ihr werdet auch Konflikte haben in eurer Mannschaft, weil die auch wichtig sind. Wie geht ihr damit um? Was passiert da? Wie löst ihr die? Was sind da deine Erfahrungswerte? Ganz unterschiedlich. Manchmal wird es laut in der Kabine, dann schreien sich die Jungs an. Manchmal ja, passiert es auch, dass erstmal hintenrum gesprochen wird und man da irgendwie einwirken muss und sagen, jetzt hockt euch doch mal zusammen und versucht, wie normale Menschen, sei jetzt mal miteinander zu sprechen. Manchmal ist es auch gleich wieder vergessen, das ist auch das Schöne im Sport, dass man weiß, es gibt einfach mal den Konflikt und in der Emotion entsteht es einfach, die der Sport auch mit sich bringt. Gibt aber auch Momente, wo sich die Jungs mal auf dem Eis auf die Mütze hauen. Also ist auch schon vorgekommen. Ja, aber selbst da ist es dann so, dass man nach dem Training dann wieder vom Eis kommt und sagt, okay, wo lag's Problem? Ist passiert und dann kann man wieder normal miteinander umgehen. Das ist auch ein schöner Aspekt im Eishockey. Es ist ja doch manchmal sehr ruppig und es geht hart zur Sache. Ja. Aber nach jedem Spiel geht man an seinem Mitspieler vorbei im Endeffekt und dann gibt's diesen Shake Hand. Da schüttelt man jedem die Hand und da ist dann auch wirklich alles vergessen. Also ich weiß eigentlich ganz selten, dass da irgendwas nachtragend war und vielleicht mal im nächsten Spiel noch eine Retourkutsche kam. Höchst spannend. Also gerade der Umgang mit Konflikten auf dem Eis, ja, also man sieht es ja im Eishockey, dass da immer wieder mal eine kleine Rauferei hergeht, die dann ja auch
toleriert wird und zugelassen wird. Was hat es da auf sich? Warum passiert das? Ist das reines Adrenalin schuld? Oder warum ist das gerade im Eishockey so, dass man da durchaus einmal sagt, hey, jetzt tun wir mal unsere Hände runter und jetzt geht's los? Ich glaube, wenn beide Parteien einverstanden sind, ist es manchmal ein ganz guter Konfliktlöser. Aha. Und wenn es fair abläuft, und da gibt's eigentlich schon faire Regeln im Eishockey, da ist nicht irgendwie mit dem Schläger dann vorher zuschlagen und dass es aus ist, sondern die nehmen halt ihre Handschuhe runter. Mhm. Dann gibt's einen kleinen Faustkampf und dann ist aber auch wieder gut. Und das nimmt, macht man auch oft, sag ich mal, schlechte Emotionen aus dem Spiel raus. Okay. Wo dann vielleicht ein Revanche-Fall kommen könnte. Ja, weil so wird abgesteckt, Freundchen, bis hierhin und nicht weiter. Wollen wir nicht sehen, wenn du unserem Topspieler irgendwie so angehst oder wenn du bei mir das Knie stehen lässt, ja, dann wird das geregelt, aber dann ist danach das Thema auch wieder gegessen. Also ich sage jetzt nicht, dass Gewalt ein super Konfliktlöser ist, ja, aber in dem Moment kann es manchmal den Druck vom Kessel nehmen. Passiert ja aber auch nicht regelmäßig, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Und weil du gerade Gewalt ansprichst, du hast angesprochen, da gibt's Regeln. Und das ist es ja gerade, man kann nicht am Eis, aber im übertragenen Sinn, irgendwo im Dunkeln ein Messer zücken. Oder man kann Auge in Auge sagen, tu die Brille runter, mach dich so bereit, jetzt wir zwei. Und da scheint es ja klare Regeln zu geben und da ist Fairness eine davon. Und spannend, dass du das ansprichst. Wir haben uns nämlich auch überlegt, ob ein Titel Bodycheck und Shake Hands ist, weil gerade diese Unterschiedlichkeit auch für den Zuschauer so sichtbar ist. Also da an die Bande hin, dass du denkst, die Plexiglasscheibe kommt durch. Und dann, wenn sie gegeneinander beim Nachabpfiff laufen und sich die Hände schütteln, dann merkt man auch da, und das ist in anderen Sportarten, finde ich, auch oft anders, das ist so ein Ritual, das halt sein muss, aber da wird gesprochen, da wird einmal auf die Schulter geklopft, weil es vielleicht der ehemalige Teamkollege ist. Und da ist das alles, wie du sagst, auch sichtbar für den Zuschauer vergessen. Das ist extrem spannend, wie schnell das hochkocht und ihr das auch wieder runterfahren könnt. Und unsere Erfahrung in unserer Arbeit ist halt auch die, dass man Konflikte halt auch echt zulassen muss. Und klar, hier wird es über den Faustkampf geregelt. Wenn ein kleines Kind einen Konflikt hat, dann schaut es auch nicht, wenn es in ihrem eigenen Zimmer einmal richtig losbrüllt, weil es halt dann danach, wie du sagst, halt gewisse Entladung passiert ist und dann auch wieder nochmal weitergehen kann. Also coole Parallele. Und was mir jetzt gerade kommt, das bestärkt mich in unserer Arbeitsweise, dass wir den Konflikt manchmal auch fördern. Also wenn wir mit konfliktären Teams arbeiten, dann gibt es so die Einstellung, das muss jetzt alles wieder gut werden und beschwichtigt und besänft. Und wir bringen das manchmal noch auf eine andere Eskalationsstufe, damit diese Entladung, wie du die beschreibst, und das sehe ich gerade die Parallele, dass die passiert. Und dann fangen wir den kleinen Scherbenhaufen so wieder ein, dass das am Schluss natürlich deutlich besser ist, wie die gestartet sind. Aber die Entladung ist dann mit Sicherheit ein probates Mittel. Und dann werden wir das auch weiterhin so machen. Das haben wir ja praktisch die Legitimierung. Genau, weil du gesagt hast, das funktioniert am Eis und das funktioniert auch im warmen Zimmer. Den Faustkampf können wir mal noch einfügen. Ja, da schauen wir mal. Also manchmal muss es ja einfach da zu geführt werden, sage ich jetzt mal. Weil es hilft nichts, wenn beide sich so ungefähr die Hand geben und sagen, alles wieder gut. Und es ist aber nicht gut. Also es manchmal steht, wie Kinder das manchmal machen. Ja. Und du weißt genau, er denkt was anderes. Manchmal steht halt irgendwas zwischen zwei Parteien. Ja. Und wenn man es ein bisschen aufkochen lässt, dann kommt vielleicht halt auch mal die Wahrheit ans Licht. Und dann sagt man mal, was stört dich jetzt eigentlich wirklich? Ja. So, und dann soll es lieber das Streitgespräch geben. Muss ja nicht immer der Faustkampf sein. Ja. Aber dann sagt man sich mal ehrlich die Meinung. Und dann kann man auch drüber reden, okay, wie schafft man das Ganze aus der Welt? Und ja. Ja, wie schon gesagt, dieses dann abwinken und sagen, ja, passt schon, alles in Ordnung, ist nicht immer zielführend. Absolut. Wir wollen ein bisschen auch noch auf die verschiedenen Charakterköpfe eingehen, die in so einem Team, auch im Eishockeysport, irgendwie auch vertreten sind. In der Vorbereitung auf den Podcast heute ist bei mir eins enorm hängen geblieben, in dem ich ein paar Videos von dir auch angeschaut habe. Da ging es um eine Ehrung von dir. Und da hast du eine Laudatio bekommen von deiner Frau. Und das war ein sehr emotionaler Moment, das haben wir gemerkt, sowohl für deine Frau als auch für dich. Und die hat dich als unheimlich bodenständig und als sehr, sehr besonnen auch beschrieben in dieser Laudatio. Und auch das kann ich zu 100% unterschreiben. Erstkontakt heute, genau das spürt man, wenn man dich kennenlernt. Inwiefern ist das, glaubst du, wichtig
in so einer Mannschaft auch besonnene, gerade im Eishockeysport, besonnene Charakterköpfe zu haben. Und würdest du dir das selber auch zuschreiben? Das sind immer die schönen Fragen, wenn man über sich selber sprechen muss. Ja, das machen wir ganz oft. Glaube ich. Ja, grundsätzlich bin ich, glaube ich, schon eher der ruhige Typ. Und meine Frau hat es in der Laudatio auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Bin ihr immer noch sehr dankbar für die Worte, weil ich weiß, dass sie ungern vor Leuten spricht. Ja, und ja. War ganz toller Moment. Im Team ist es immer wichtig, glaube ich, auch den Besonnenen zu haben, genauso wie es aber wichtig ist, den Hitzkopf dabei zu haben, wenn er vielleicht mal Dinge anspricht oder schneller anspricht, als jetzt der Besonnene. Mhm. Und manchmal muss es vielleicht früh angesprochen werden. Es soll sich halt immer auspendeln und es sollte am Ende immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch vom Besonnenen gesteuert werden, dass es nicht zu sehr aufkocht im Team, auch Konflikte oder gewisse Themen. Und wenn man das steuern kann und da so eine gewisse Ruhe reinbringt in den Momenten, wo es dann auch sein muss, dann schadet es sicherlich nicht in Hinblick auf die Ziele, die man hat. Mhm. Aber wie schon gesagt, es ist wichtig, dass es verschiedene Charaktere gibt. Ja, ja. Weil es ist nicht, ich sage nicht, meine Herangehensweise ist die perfekte Lösung für die Probleme, die in der Mannschaft entstehen. Mhm. Ich habe meinen Weg, wie ich vielleicht Probleme löse. Mhm. Manchmal ist aber der Weg von meinem Mitspieler der bessere. Und dann lasse ich mich auch da drauf ein und dann muss man schauen, wie man gemeinsam den Weg zur besten Lösung findet. Wir arbeiten in unseren Trainings ganz oft mit dem Modell des inneren Teams. Kennst du vielleicht, weiß ich nicht, innere Team beschreibt letztendlich die Treiber, die Charakterköpfe, die man selber in sich trägt. Ja, also du wirst auch nicht immer nur besonnen sein, sondern da wird es vielleicht auch den einen oder anderen Treiber in dir geben, der was anderes darstellt. Was gibt's da für Treiber bei dir? Was kommt da noch so raus manchmal? Ja, also Besonnenheit haben wir festgestellt, aber es wird auch Situationen geben, wo du anders drauf bist, oder? Ja, ich bin in gewissen Spielsituationen bin ich auch sehr emotional und ich bin nicht unbedingt der Geduldsmensch. Also okay. Ich verliere auch ganz gern mal schnell die Geduld bei gewissen Dingen und da kann es auch sein, dass ich ja auch mal Situationen falsch einschätzt, sauer auf einen Mitspieler bin, obwohl es gar nicht berechtigt ist. Und dann muss ich mich dann schon immer auch wieder runterholen und sagen, hey, du bist nicht fehlerfrei. Ja. Und vielleicht überleg mal, ob es nicht an dir lag. Ja. Wo ich dann vielleicht auch vorschnell urteile und erstmal sauer bin und es dann aus mir rauskommt. Ich versuche es zwar zu unterbinden, aber ich bin getrieben von meinem Erfolgshunger oder von dem Hunger gewinnen zu wollen. Ja. Das war ich schon als Kind und das war eine andere Laudatio von meinem kleinen Bruder, der damals gesagt hat, mit dem hat man nicht spielen können, weil hätte er verloren, dann ist jedes Mal das Spielbrett geflogen. Ja. Also bin ich in der Hinsicht bin ich ein Getriebener und dann werde ich vielleicht auch manchmal unfair, was ich weiß, ist kein schöner Charakterzug. Ich habe es mittlerweile ein bisschen besser ablegen können und glaube, bin ein besserer Verlierer geworden, auch wenn ich es nicht gern tue. Aber das ist natürlich auch in mir drin und das treibt mich. Das ist die Schwierigste bei uns ganz oft für die Teilnehmer, erstens über sich selber nachzudenken, das macht man viel zu wenig aus meiner Sicht, und zweitens auch wirklich auch zuzulassen, dass man feststellt, hey, ich habe da ein paar Treiber in mir, die sind echt nicht geil. Ja? Also die sind fürs Umfeld scheiße, für mich auch manchmal, aber ich habe sie in mir und manchmal helfen sie mir auch. Ja? Also das, die Ungeduld, ja, und auch das nicht verlieren können, das wird einer der Treiber gewesen sein, der dich letztendlich zu der Karriere auch gebracht hat. Der große Ehrgeiz. Absolut. Auch bei privaten Aktivitäten, was man so liest, immer zu schauen, dass das Kegeln hundertprozentig funktioniert und dass das jeder richtig macht. Und ja, da ist halt immer situationsabhängig, ob es gerade der richtige Treiber ist oder der passende, der erfolgversprechende oder nicht. Ich fand, und den Hinweis will ich irgendwie nochmal kurz aufgreifen, weil wir ja sagen, unser Podcast soll neben einer Information auch den einen oder anderen Denkanstoß mitgeben, dass man ein Team unterschiedlich aufstellt, auch wenn es, und darauf sind wir nicht eingegangen, und das hast du in dem Moment nicht erwähnt, dass es natürlich für den, der das Team führt, schwieriger wird. Habe ich den Hitzkopf und den Besonnenen und den ganz Ehrgeizigen und eher den Gemütlichen in einem Team, dann macht es das schwieriger zu führen. Aber die Erfolgschancen dieses Teams, wenn es gut aufeinander abgestimmt ist, weil ich halt in jeder Situation, das hatten wir gerade, sozusagen den richtigen meiner Mitspieler da nach vorne lassen kann im Team, das macht die schwierige Situation der Führung
aus unserer Sicht immer wieder wett. Aber es gibt leider Führungskräfte, die sagen, ich stelle mal lieber 10 Erfolgshungrige ein, mit denen ich kann nicht umgehen, oder 10 gemütliche, dann kann ich nämlich jeden gleich behandeln und damit habe ich ein bisschen einfacher. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja. Ich habe gestern mit meinem Onkel auch über das Interview gesprochen, weil der sitzt bei mir im Büro. Und wir haben beide unabhängig voneinander so eine Frage gehabt, wo ich dann gesagt habe, wenn du die hast, ich glaube, dann muss ich die stellen. Weil ich kenne es selber aus dem Fußball, der Moment, bevor man aufs Eis geht, vor dem Spiel, ja, also ist ja schon ein spezieller. Und wir waren gerade bei den unterschiedlichen Charakterköpfen. Es gibt Charakterköpfe, die sind da im Tunnel, die sind für sich, die brauchen das auch. Und es gibt welche, die brauchen da den Teammoment, um dann kurz vorher aufs Eis zu gehen. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Ritual vorm Spielen? Wenn ja, was ist das für eins? Boah, das ist ganz schwer zu beantworten, weil ich glaube, jeder für sich selber ein Ritual hat. Mhm. Auch dann ganz gern mal mit einem Mitspieler. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns in der Kabine schon alle zusammenfinden. Gibt und kein Teamritual. So ein Huddle oder wie man es auch immer nennen will. Ja. Für uns geht es eigentlich so richtig los, ab dem Moment, wo der Trainer in die Kabine kommt und dann nochmal seine letzten Worte spricht, wie wir spielen wollen, dann nochmal die Aufstellung verliest, welche 5 Jungs oder 6 Jungs mit dem Torhüter starten. Ja. Und dann geht's nach draußen. Von meiner Seite gibt's vielleicht nochmal ein paar Worte, dann, wenn wir am Torkreis stehen, bevor es losgeht. Ansonsten, ja, also ein gemeinsames Abklatschen. Mhm. Viele haben ein Ritual, wie sie aufs Eis gehen, mit wem sie abklatschen, in welcher Form auch immer. Ja, ja. Geht aber auch beim Machen schon los, wie sie sich die Kleidung anziehen. Also das sind so die Momente, wo man dann reinkommt in seinen Rhythmus und sagt, okay, jetzt ist wieder Spiel, jetzt bereite ich mich vor. Ja. Das und das brauche ich, um einfach bereit zu sein. Manche sind aber auch so, dass sie sagen, ist mir alles egal. Ja. Ich gehe aufs Eis. Interessant. Also da gehen aber auch wieder die Jungs alle unterschiedlich miteinander. Das ist ja schön, wenn diese Individualität da auch erhalten bleibt. Ja. Also wenn man da nicht so ein Teammoment aufzwängt. Ja. Ich kenne das schon aus dem Fußball, dass es da Trainer gab, die sagen, hey, und ihr müsst jetzt im Team da euch nochmal zusammenfinden. Wo ich mir dann immer dachte, ja, das ist für ein paar jetzt ganz cool. Aber für ein paar, die wären einfach echt für sich nochmal vor dem Spiel. Ja. Oftmals, wenn es ein wichtiges Spiel war, da ist halt einfach sehr individuell die Haltung. Und von daher finde ich es cool, dass das belassen wird. Und wenn man dann den Moment hat, wo dann der Trainer nochmal die Ansprache macht, das ist irgendwie auch ein Teammoment. Ja, dann würde ich gerne noch einen Punkt hinzufügen. Ich darf zwar keine Namen nennen, aber es war auch so, zum Beispiel, ich glaube, das war im Viertelfinale bei Olympia, wo ein Mitspieler zu mir gesagt hat, jetzt schreien sie wieder. Also es gibt dann Jungs, die müssen alles rauslassen. Richtig. Und wollen anfeuern und gehen vorne weg. Und dann gibt es halt andere, die sitzen da und sind konzentriert und wollen sich eigentlich nicht großartig unterhalten. Ja. Und das ist eben das Interessante, wie verschiedene Persönlichkeiten auch damit umgehen. Und das, was für den einen gut ist, muss nicht für den anderen zwingend gut sein. Also das war so ein interessanter Moment, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der jetzt nicht unbedingt braucht, dass da so gefeuert wird. Aber für andere ist es auch wieder extrem wichtig, dass einer dasteht und sagt, und jetzt packen wir an. Also. Ja, absolut. Also da das Einfühlungsvermögen auch als Führungskraft oder als Trainer auch zu haben und zu sagen, hey, braucht es mein Team wirklich? Oder ist das was ich brauche und ich stülpse jetzt meine Mannschaft über? Fängt in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft bei Teammeetings an. Es gibt welche, die sagen, ich brauche das nicht jeden Montag, dass irgendeine Besprechung ist. Die Führungskraft sagt, wir brauchen das. Ja, dann mache ich es halt mit, weil es die Führungskraft sagt. Aber ob es zielführend ist, ist halt die andere Frage. Und von daher, cool, dass du das bestätigst, dass da große Individualität da ist und dass das hier auch, dass die zugelassen. Ja, genau. Also da könnte einfach der Trainer sagen, ich bin aber hier der Chef und ich will das und drückt es halt den 5, 6, die genau was anderes bräuchten, auf und lass die Zügel da nicht so locker. Auch das ist ein klarer Impuls, dass man es auch so machen kann und dass man auch so erfolgreich ist. Also Impuls an draußen aus meiner Sicht, wenn Führungskräfte zuhören, überlegt euch, was stülpt ihr da eurer Mannschaft, eurem Team über, weil ihr das braucht, aber vielleicht gar nicht das Team. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, Rituale sind wichtig und wir müssen alle 4 Wochen gemeinsam zum Essen gehen. Ja, wenn es das Team braucht, ist super, aber man sollte überlegen, ob das wirklich für jeden dann auch so zutrifft. Wir kommen jetzt zum Schlagabtausch. Schlagabtausch ist ein wiederkehrendes Element unseres Podcasts. Du kriegst jetzt 3 Begriffe von uns
und du darfst aus dem Bauch raus, weil wir so absolute Bauchmenschen sind, aus dem Bauch raus einfach das sagen, was du dir gerade denkst zu diesem Begriff. Heute fangst du. Heute fange ich an, ja. Ist klar, Christian. Dein unfairster Moment auf dem Eis. Mein unfairster Moment auf dem Eis. Wow. Wir haben es wieder geschafft. Ja. Ja, du darfst ruhig 2 Sekunden 3 überlegen. Das ist kein Stress. Ich weiß einen, den möchte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe tatsächlich mal bei einem Torjubel eine obszöne Geste, so wurde es damals zumindest ausgesprochen, in Richtung der gegnerischen Bank gemacht. Okay. Weil ich einfach während dem Spiel ja mir viel anhören musste von der Bank und dann ist es über mich gekommen. Ja. Und dann habe ich eine gewisse Bewegung nach einem Tor von mir in Richtung der Bank gemacht und rückwirkend bin ich nicht wirklich stolz drauf. Habe natürlich auch meine gerechte Strafe dafür erhalten. Ja, ja. Auf der anderen Seite, ja, kann man es nicht vergessen machen, sondern muss jetzt halt damit klarkommen und sich daraus lernen. Ja. Ich habe auch gerade was gelernt. Ist total spannend und das ist wieder bezeichnend für dich, dass du echt bei dir bist und dieser ruhige, besonnene bist. Ich habe mir bei der Frage überlegt, das Unfairste, was dir passiert ist. Und ich war mir sicher, also ich bin einfach davon ausgegangen, du erzählst, was dir passiert ist. Nicht, weil du der Typ bist, sondern weil wahrscheinlich ich das so gemacht hätte. Das fand ich jetzt gerade total spannend, dass du erzählt hast, was du aktiv sozusagen unfair gemacht hast und nicht, was dir aktiv oder passiv, was du erleiden musstest. Mhm. Auch das ist wieder, ja, passt in das Gesamtkonstrukt. Runde 2. Ist das Stichwort Provokation. Könnte man ja eigentlich schon wieder das Beispiel anführen. Ich habe mir gedacht, wie es vorgelesen ist. Stick 2 ab. Wurde ich definitiv provoziert und hingerissen zu der Aktion. Provokationen gibt es extrem viel im Eishockey. Mhm. Man kennt es als Trash Talk. Mhm. Und ja, man wird immer regelmäßig auf gewisse Szenen im Spiel angesprochen, wenn mal was nicht funktioniert hat, gern auch mal, wenn man einen Penalty verschossen hat, dann kommen die Zurufe der Mitspieler. Also das ist gang und gäbe. Man muss einfach Größe beweisen und versuchen, nicht drauf einzugehen. Aber Provokationen wird es im Sport immer geben, sei es von Gegenspielern oder auch gegnerischen Fans. Aber wie gesagt, da muss man drüber stehen. Ich habe auch schon Provokationen abbekommen, weil mir eine Strafzeit passiert ist im olympischen Finale, die ja nicht nur vielleicht das Spiel entschieden hat. Aber auch da ist es so. Das wird es geben und auf solche Provokationen muss man nicht eingehen. Ja, ich hab für mich da gelernt, im Fußball wird genauso provoziert, ganz viel sogar auch. Es ist oft der Gamechanger. Ja, also was passiert? Wie gehe ich mit dieser Provokation um? Wie schade ich mir selber? Wie schade ich dem Team dadurch? Und Größe beweisen ist nicht immer jedermanns Sache, aber ist mit Sicherheit eins, was ganz entscheidend ist in der Situation. Ja, sicherlich auch nicht immer leicht. Und ja, es gibt auch die Momente, wo man sich dann vielleicht nicht besinnen kann. Und dann gibt es einen Revanche-Foul oder einen Foul, das total unnötig war. Ja. Aber es ist auch Teil des Spiels. Genau, gehört dazu und ist auch Taktik. Ein Stück weit. Zu dem Thema, aus meiner Sicht, das hat was mit innerer Widerstandskraft in der Sekunde zu tun. Haben wir auch einen eigenen Podcast, der das beschreibt, wie gut habe ich mich, kann ich mich in der Sekunde beherrschen, in der Konstellation, in der Thematik, wie ruhig kann ich da bleiben. Ja. Das gelingt halt mal besser, mal weniger. Und sicherlich auch, wie nah bin ich bei mir? Also Provokationen gehen ja eigentlich immer tendenziell auf meine vermeintlichen Schwächen und wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe und weiß, was ich kann, dann ist es leichter für mich zu sagen, ja, lassen reden, als wenn ich jetzt eh schon verunsichert bin und der noch genau die Stelle trifft, wo es vielleicht wehtut. Ja, Selbstwertgefühl ist einer der Faktoren, die für Resilienz sprechen, also für die innere Widerstandskraft. Also von daher super cool, welche Parallelen, dass es immer wieder gibt. Wir stellen es jetzt fest auch in diesen Interviews,
zwischen demjenigen, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, und unserer Arbeit. Ja, total cool. Runde 3 ist der Begriff Schmerz. Gibt es zwei Formen, einmal den physischen, einmal den psychischen. Psychisch kann man gerne wieder das Beispiel Olympisches Finale ansprechen, wenn man auf der Strafbank sitzt und der Gegner gerade den Raum zerstört und das Tor schießt, war kein schöner Moment und ist sicherlich eine gewisse Form von Schmerz. Und ja, der physische war wahrscheinlich das letzte Mal so richtig bewusst vor 2 Jahren, jetzt müsste ich lügen, als man mein Gegenspieler einmal den Schläger quer durchs Gesicht gezogen hat und dann eben ein Zahn abgebrochen, 2 nach hinten gebogen. War nicht schön, aber auch der Schmerz vergeht. Ich habe dann ein Spiel noch fertig gemacht. Wir waren leider in Finnland zu dem Zeitpunkt und es war kein Zahnarzt mehr vor Ort. Ich wollte zwar nur noch zu einer 24-Stunden-Zahnklinik, da war aber auch keiner anzutreffen, also war es auch noch ein schöner Abend für mich, weil ich erst irgendwie in der Nacht um 2 dann ins Bett gegangen bin. Die anderen Jungs waren feiern und ja, am nächsten Tag hat man mir dann die Zähne wieder gerade gebogen und das war auch ein sehr schmerzvoller Moment. Wie, also lernt man damit umzugehen? Also man sieht es immer wieder, da mal schnell getackert, genäht oder gar nicht genäht, nur getupft, wo ich mir denke, bei anderen Sportler, die werden jetzt seit 3 bis 4 Monate arbeitsunfähig und das geht bei euch in 2-3 Minuten und dann bin ich wieder da. Spürt ihr das nicht? Lernt man einfach damit umzugehen oder wie ist das? Ich glaube, man wächst in die Rolle rein. Man kriegt von klein auf gesagt, Eishockeyspieler sind harte Jungs. Es wird so vorgelebt, man kennt ja Videos von seinen Idolen, man kennt Videos aus der NHL, wo die Jungs die Zähne selber aufsammeln und so Geschichten. Und das ist schon so ein Eishockey-Ding, würde ich sagen. Ja. Und es war und ist eigentlich immer noch auch immer ein Unding, wenn jemand verletzt ist und noch selber aufstehen kann, dass er auf dem Eis liegen bleibt. Sondern man versucht, sich selber vom Eis zu schleppen, wenn es irgendwie geht. Okay. Ja, und klar sind Schmerzen da, aber auch die vergehen. Und ich glaube einfach, das ist so dieses Eishockey-Spieler-Ding. Wir sind harte Jungs, geht schon irgendwie. Und wenn der sich während dem Spiel mal kurz nähen lassen kann, dann kann ich das auch. Und ja, es funktioniert auch. Also, okay. Ja, würdest du unterscheiden, dass der psychische Schmerz schlimmer ist als der physische zum Ertragen? Oder... Wie verortest du dich? Ich glaube, der psychische ist, hält länger an. Ja. Wenn man sich immer wieder in die Schmerzphase oder Position bringen kann. Ja. Der psychische vergeht, glaube ich, der physische vergeht, glaube ich, einfach schneller. Ja. Ja. Ja, der ist für den Moment da, klar, wenn es eine größere Verletzung war, dann dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der psychische der Schlimmere ist. Sehr gut. Wir sind nahezu am Ende angelangt unseres Interviews. Ich möchte vielen herzlichen Dank sagen, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns das Interview zu machen. Ich fand es unheimlich inspirierend. Wir haben viele, viele Parallelen wieder entdeckt. Ich glaube, die Zuhörer können wieder was mitnehmen und das ist immer unser Ziel. Vielen Dank dafür, gerne, Patrick. Und meine Abschlussfrage an dich ist, du weißt ja, wir heißen Kontaktwerkstatt und das sind die Kontaktaufnahmen, da kommt zweimal das Wort Kontakt vor. Was verstehst du unter Kontakt? Kontakt ist für mich aufeinander zugehen, sich gerne auch mal berühren. Wir haben bei uns im Sport, spricht man immer von Körperkontakt. Ja. Muss nicht immer der Nette sein, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, dass Menschen sich berühren in Form von Worten, aber auch von einer Umarmung oder was weiß ich. Man hat es jetzt gerade in der aktuellen Phase gesehen, wie wichtig das ist und wie man es eigentlich auch vermissen kann, wenn es nicht mehr so da ist. Von daher ist Kontakt extrem wichtig, um Menschen zueinander zu bringen und auch beieinander zu halten. Es ist was Selbstverständliches und wird erst dann bewusst, wenn er nicht da ist. Und das haben wir, glaube ich, alle festgestellt in diesem Jahr. Und da freuen wir uns, wenn es bald wieder anders wird. Absolut.
Patrick, ich sage auch danke. Danke für einen völlig unkomplizierten Kontakt von Anfang an, das erste Telefonat. Das hätten wir uns schon gekannt. Schnelle Zustimmung. Danke, dass wir hier im Herzstück sein dürfen für die Gastfreundschaft und für die unheimlich angenehme Zeit und deine Antworten. Danke dir. Gerne. Danke auch. Super. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt für weitere Podcast-Themen, lasst es uns wissen. Nehmt Kontakt mit uns auf, schreibt uns. Ihr findet uns überall, wo man uns finden kann. Ja, Instagram, LinkedIn, Xing, auf unserer Homepage. Macht's das, wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch, wenn ihr die weiteren Podcast-Folgen der Kontaktwerkstatt euch anhört. Macht's gut, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.